Transporträder vorgestellt auf der Cycling World in Düsseldorf, jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen beim Fahrgeschäft Fitbikes. Wir stellen euch die neuesten Trends in Sachen Transporträder vor oder zumindest einen kleinen Überblick können wir euch geben. Das Multitinker hier haben wir euch schon vorgestellt in einem separaten Video. Da soll es jetzt halt nicht drum gehen, sondern wir schauen uns mal um, was es sonst noch so auf der Messe gibt. Viel Spaß! Wir sind bei Cargo und das Schöne ist, hier sieht man mal eine Box, wie sie eigentlich von innen ausschaut. Das heißt, was da eigentlich noch für eine Technik drin steckt. Es ist nicht nur dieses absorbierende Material, was man normalerweise im Außen sieht, sondern da steckt viel mehr dahinter. Wir haben hier nochmal einen richtigen Rahmen verbaut. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall nochmal seitlichen Aufprallschutz sozusagen. Dann habt ihr diese stoßabsorbierende Box. Das ist eben so eine Art Schaummaterial, die dann wirklich nachgeben kann. Die nimmt die Aufprallenergie auf oder halt eben den Stoß auf und kann den dann so in abdämpfen sozusagen. Wir haben einen Kindersitz drinnen, der hat eine höhenverstellbare Kopfstütze. Also ist hier wirklich eine richtig feste Kopfstütze. Es ist nicht einfach bloß irgendein Kissen, sondern wirklich eine Kopfstütze, die könnt ihr Höhen verstellen. Dann haben wir einen Sicherheitskragen, das ist quasi dieser Aufbau hier oben. Das heißt, das ist nochmal, um den Kopf nochmal ein bisschen sicherer zu haben in der Box oben drin. Das heißt, es kann auch nicht seitlich irgendwas drauf. Und zu guter Letzt ist natürlich, wie bei den meisten, dann auch ein 5-Punkt-Sicherheitsgurt noch mit drinnen. Das heißt, in so einem Lastenrad steckt wesentlich mehr Technik drin. Und hier ist es eben schön, hier wird mal gezeigt, dass ihr euch gar nicht so Sorgen machen müsst, wenn ihr zum Beispiel bei Cargo euch ein Rad nehmt. Ihr habt hier immer sicherheitsrelevante Teile drinnen, die natürlich die Fahrsicherheit wahnsinnig erhöhen. Auch beim Lastenrad gab es natürlich einen Award-Gewinner. Dieses Jahr ist es hier das Bullet und wir haben euch das auf der Eurobike schon mal vorgestellt. Es ist ein sehr leichtes Lastenrad, was wirklich wahnsinnig schnell sein kann. Also das ist wirklich eher so ein sehr sportlich orientiertes Lastenrad und die haben verdienterweise auf jeden Fall den Award hier auf der Cycling World gewonnen. Das Kompaktradsegment ist ja ein sehr beliebtes Segment mittlerweile. Das heißt, etwas kleinere Räder, man ist sehr schnell, man ist sehr wendig. Gerade für die Stadt ist es natürlich ideal. Jetzt kommt Kalkhoff auch mit so einem Kompaktrad. Das ist das C, also für kompakt. Dieses Rad heißt C. Und das gibt es, wie bei Kalkhoff gewohnt, in drei verschiedenen Ausstattungsvarianten oder besser gesagt Aufbauten. Wir haben einmal hier jetzt das Image C. Das heißt, wir sind hier mit einer Nabenschaltung unterwegs, ist quasi 100% Asphalt. Das heißt, ihr fahrt hier eher in der Stadt, sehr wendig, sehr schnell, gerade für den urbanen Bereich super. Und wir schauen uns jetzt mal schnell die anderen beiden noch an. Kommen wir zum Endeavor C, also quasi Endeavor Kompakt. Das heißt, wir haben hier eine Kettenschaltung drauf, die sich allerdings an die Pendler richtet. Das heißt, wenn ihr sehr viel pendelt, zur S-Bahn hin, in die S-Bahn rein, wieder raus, seid ihr hier natürlich super. In München zum Beispiel ist es so, ihr habt diese 20 Zoll Räder frei im Zug. Also ihr dürft damit frei im Zug fahren, das kostet euch nichts. Und deswegen ist es natürlich für die Pendleralternative ideal. Endeavor als klares Pendlerrad und zur gröbsten Variante kommen wir jetzt. So, und kommen wir zur gröbsten Variante, das Entice C, also Entice Kompakt. Hier ist es jetzt so, der Fokus ist eher auf etwas gröberem Geläuf. Das seht ihr schon an den Reifen. Wir haben auch wieder eine Kettenschaltung, das heißt, ihr seid sehr sportiert im Gelände. Und es ist eher dann für die Leute, die ein bisschen SUV-Feeling haben wollen oder halt eben auch auf groben Schotter immer unterwegs sind. Die sind hier beim Entice C gut aufgehoben. Bei Kalkhoff immer noch gibt es dazu eine zweite Bezeichnung. Also es steht Entice C, dann Punkt B. B steht für Bosch. Ihr habt über einen Bosch-Motor mit drinnen. Und ihr habt hier das Smart-System, ein Powerpack mit 545 Wattstunden. Der ist hier hinterm Sitz vor. Das Ganze gibt es dann noch in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Das heißt, es gibt ja dann noch mal einen Zusatz, der hinten dran steht. Der ist wiederum dann für die Ausstattungsvarianten, also quasi für die Qualität der Ausstattung zuständig. Und dann ganz am Schluss gibt es noch ein Plus. Und das Plus ist das Wichtigste, wenn ihr etwas mehr Gewicht wollt, das heißt 170 Kilo. Ein kleines, kompaktes Rad mit 170 Kilo. Zeigt mir das mal, wo es das noch gibt. Auf jeden Fall hier kriegt ihr auf jeden Fall genug Ladung mit drauf. Ihr kennt ja alle die klassischen Ausstattungen oder das klassische Design eines Cargo-Rads mit so einer, ja, mit dieser Schale, die wir euch bei Cargo gezeigt haben. Johnny Loco geht einen anderen Weg und zwar haben wir hier eine Kunststoffschale, aber das Ganze in einem Stil etwas älter. Das heißt, es ist einfach so ein bisschen klassisch gehalten. Also wer es mal ein bisschen anders mag in seinem Cargo-Rad, kann sich gerne Johnny Loco mal anschauen.
klassisch aufgebautes Lastenrad als Longchamp quasi, aber mit einem etwas Retro-Design. Auch mal wieder schick. So, für alle, die immer denken, Lastenräder sind einfach riesen Platzmonster und brauchen verdammt viel Platz, wir beweisen euch jetzt das Gegenteil, und zwar mit Muli, eine Manufaktur seid ihr, kann man das so nennen, oder Fahrradhersteller aus Köln? Genau, wir sind Fahrradhersteller aus Köln, haben das Konzept, dass wir das Lastenfahrrad Muli komplett lokal in Köln-Ehrenfeld herstellen. Rahmen wird in Deutschland geschweißt, der Korb, der wird bei uns auf dem Roboter automatisch geschweißt. Und das Besondere ist, wenn wir schon über den Korb sprechen, der ist eben klappbar, hat 100 Liter Watt Ladevolumen, ganz normales Lastenfahrrad, aber der Korb ist eben platzsparend, zusammenklappbar und ideal, so ist es nicht größer, ja. Nicht länger, nicht breiter wie ein normales Stadtrad. Und es ist halt auch vom Konzept her eher so ein bisschen kleiner. Ne? Ihr habt hier 20 Zoll hinten, das ist 16 Zoll vorne oder sowas. Genau. Und das ist halt insgesamt einfach sehr kompakt. Sehr kompakt, und alles, was so um dieses Fahrrad herum entwickelt wurde, ist auf höchstmögliche Flexibilität ausgelegt. Ne? Man kann den Kindersitz in wenigen Sekunden einfach einhängen. Kann zwei Kinder transportieren und das ist sogar noch so ein bisschen halb schwingend gelagert. Also genau, ist wie eine Hängematte. Und wenn man den Sitz eben nicht braucht, ist es genauso kurzer Zeit eben. Das ist sehr innovativ, muss man sagen. Wie viel geht vorne rein, lastmäßig? 70 Kilo Zuladung, 100 Liter Ladevolumen, zwei Kinder, zwei Wasserkästen, zwei Bierkästen. So, genau, alles das, was man braucht. Jetzt hast du mich schon mit zwei Bierkästen. Genau. Hab ich mir gedacht. Kurz zum Rad selber. Ihr habt einen Shimano-Motor drin. Ja. Welcher ist das? EP6? Das ist der 6100. Okay, ja. Mit der Di2-Schaltung, Nexus 5-Gang-Nabe. So das komplette Shimano-Paket funktioniert super zusammen. Und höhenverstellbar auf verschiedene Fahrradgrößen. Höhenverstellbar, eine Rahmengröße, verschiedene Farben und komplett in Deutschland hergestellt. Wunderbar. Also, habt ihr eine Webseite? Genau, kommt. Webseite, genau. Showroom in Köln. Man kann uns gerne auch mal besuchen und auch schauen, wie das Rad gebaut wird, wie das entsteht. Ja. Super. Dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da packen wir euch die Internetadresse rein. Danke dir. Top. So, und damit die Eltern nicht immer alles transportieren können, die Kinder können ruhig auch mal was machen. Hier haben wir einen Boom. Kleines Mini-Laster. Ist natürlich nur ein Spaß. Aber ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, wirklich einen Gepäckträger für Kinder auch noch mit vorne drauf zu machen. Also von dem her ist das natürlich auch cool. Da können die Kinder allerhand Zeug mit reinpacken. Rucksack, Helm oder so weiter, kann man da alles schön verstauen. Ist natürlich auch mal eine ganz interessante Idee. Das war der Teil von der Cycling World Europe in Düsseldorf. Wie hat es dir gefallen? Schreib es gerne in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar andere Videos veröffentlichen. Also bleib am besten mit einem Abo dabei, dann verpasst du auch nicht, wenn es noch ein paar Videos von der Cycling World gibt. In diesem Sinne, einen schönen Nachmittag.